Bei der DB Ende 2016 der aktive Dienst der Baureihen 139 und 140. Die letzten Maschinen sind im Werk Seelze bei Hannover beheimatet. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei den privaten Eisenbahnunternehmen. Dort werden die robusten E-Loks wegen ihrer Zuverlässigkeit geschätzt. Oft sind die privaten Maschinen noch lange in der alten Farbe unterwegs, allerdings ohne DB-Logo. Hier auf der Hamburger Hafenbahn. Inzwischen sind fast alle 140er und 139er in Firmenfarben unterwegs. In Blau rollen die Pressloks. ...140-759 gehört heute der Elbe-Weser-Bahn. Auch Rail Adventure hat seine eigenen Farben. Bei Locomotion ist es der Zebra-Look. Locomotion hat auf die Baureihe 139 gesetzt. Diese E-Loks verfügen über eine elektrische Widerstandsbremse für den Steilstreckenbetrieb. Denn ein Großteil der 139er Locomotion-Flotte rollt regelmäßig über die Brennerbahn. Hier im Schiebedienst bei St. Jodok. Am 7. April 2003 endete die planmäßige Unterhaltung. 139-135 ist zu Gast bei der jährlichen Fahrzeugparade des Eisenbahnmuseums in Koblenz. Als E40-1135 ist sie in grüner Farbgebung im August 1959 in Betrieb gegangen. Also eine 60 Jahre alte Dame. Noch älter ist 140-002 aus dem Baujahr 1957, die Senioren unter den Privaten. Sie gehört der Mittelweserbahn und ist im Sunrail-Design unterwegs. ...3700 Kilowatt Leistung bringen die vierachsigen E-Loks auf die Gleise, gesteuert über 28 Fahrstufen.
Im Laufe der Zeit sind die Maschinen zu robusten und treuen Universalloks geworden. Aber nicht nur die Zuverlässigkeit machte sie zu Mädchen für alles. So können sie in der Ebene 2100 Tonnen Anhängelast noch mit Tempo 90 fahren. Die Baureihe E40 wird bei fast allen namhaften Lokfabriken in Deutschland gebaut. Von 1957 bis 1973 entstehen insgesamt 879 Exemplare. Neben Locomotion hat die Bayernbahn auch einen großen Bestand. Regelmäßig sind die Maschinen mit dem sogenannten Henkelzug unterwegs.